So, Freunde. Ja, ein sehr interessantes Video ist dieses hier. YouTube ist ja wie so eine Kaninchenhöhle. Wenn du da in ein Loch reingehst, kommst du in einem ganz anderen Loch wieder raus und dann sind da noch mehr Optionen. Das heißt, du wirst von Video zu Video geleitet. Ich habe ja heute schon ein Video zu Dolph Lundgren gemacht. Ich gucke mir solche Videos übrigens, deswegen trainiere ich auch, als einer der Gründe, warum ich zu Hause trainiere. Heute waren die Waden dran, ne? Ich stehe so an der Wand, habe noch so Zusatzgewichte und mache ein bisschen so hier Wadentraining und gucke mir halt diese Videos an. In diesem Video hier, was heißt Dolph Lundgren did steroids prompt cancer diagnosis? Da erzählt er, ne, also der hat ja seit ein paar Jahren hat er ja mit Krebs zu kämpfen, ne? Also den ganzen Körper voll mit Krebs gehabt und die haben dem teilweise so Krebs, ja, Tumore so groß wie so eine Zitrone aus dem Körper rausgeholt, unter anderem, ne? Dazu wollte ich die Tage auch noch ein spezielles Video machen, aber abgesehen davon, dann geht er so seine Fehler im Leben durch, wo er denkt, so dass er Fehler gemacht hat. Und der Moderator fragt ihn, und so nach Motto, hast du auch mal Steroide genommen? Und wenn ja, wie viel und wie lange? Und er sagt, dass er in den 80er und 90er Jahren, und das ist zum Beispiel ein Foto aus der Zeit, sowohl Testosteron als auch Wachstumshormone genommen hat. Und so wie er erzählt, jetzt nicht die größten Mengen, aber er hat halt genommen, ne, muss man dazu sagen. Das heißt, dieser Körper hier, und der hat ja, soweit ich mitbekommen hat, Karat, so eine bestimmte Form von Karate sozusagen jahrelang ausgeübt. Also er ist ein echter Kämpfer, jetzt nicht nur Schauspieler. War jetzt nicht der professionellste aller Zeiten, aber war schon, sagen wir mal, ein vernünftiger Karatekämpfer. Ich glaube, das ist der schwarze Gurt sogar. Und jetzt musst du halt wissen, er hat sowohl mit Gewichten trainiert als auch sein Karate-Training gehabt mit all den Sit-ups und Push-ups und was es da nicht alles gibt. Und dieser Körper wurde erst möglich mit Testosteron und Wachstumshormonen. Jetzt, wenn man das vergleicht mit heutigen Fitness-YouTubern aus dem deutschen Bereich, die behaupten, die wären natural, kann man sich ja ungefähr denken, ob diese Leute die Wahrheit sagen oder nicht. Abgesehen davon, er glaubt, dass auch das dazu beigetragen hat, dass er Krebs entwickelt hat. Natürlich ist das halt so, ne? Es gibt auch Menschen, die anderweitig Krebs bekommen, ne? Eine schlechte Ernährung, eine falsche Ernährung oder irgendwelche Verunreinigungen können ja auch zum Beispiel zum Krebs führen. Es sind halt nicht immer die Steroide, aber er sagt, für mein Gewissen, also er selber, als er gefragt wurde, sagt er, ja, höchstwahrscheinlich hat das auch einen Teil dazu beigetragen. Wie man weiß, zum Beispiel sowas wie Wachstumshormone regen ja alles an Wachstum an. Das heißt, es gibt ja auch Baseball- oder Basketballspieler, ne, die teilweise in ihren 30ern oder fast 40ern noch Schuhgrößen von zwei oder drei Schuhgrößen dazu gewonnen haben. Und da gab es auch Wissenschaftler, hier gibt es auf YouTube auch mehrere solche Videos, eventuell schneide ich das hier hinten noch mit dran, dass den Leuten mit 30 oder fast 40 noch die Füße so gewachsen sind, dass sie zwei oder drei größere Schuhnummern gebraucht haben dann auf einmal. Das heißt, diese Wachstumshormone, die man zu sich nimmt, ne, die verursachen nicht nur, dass deine Muskeln wachsen und deine Organe, ne, deswegen haben auch manche, wenn man es halt übertreibt, ne, deswegen haben auch manche Bodybuilder so einen riesen Bauch, weil die Organe von innen nach außen drücken, sondern wenn man Pech hat und man hat schon so Anfangsstadien von Krebs irgendwie im Körper, dass die dann dazu durch die Wachstumshormone sozusagen angeregt werden, noch weiter zu wachsen. Ja, so, und wie gesagt, sollte ich das mal finden, ich habe vor ein paar Tagen noch mal geguckt, da gab es so einen Baseballspieler, der wohl irgendwann, der war auch sehr, sehr berühmt. Ich habe so Bildschirmfotos davon gemacht, könnt ihr euch auch das angucken. Da spricht so ein Arzt und so, sagt, es ist doch nicht normal, dass ein 35, 40-Jähriger auf einmal, weiß ich nicht, 30, 40 Kilo Muskeln zunimmt oder 25, 30 Kilo Muskeln zunimmt, plus auf einmal viel größere Füße hat, irgendwie zwei, drei Nummern. Und wie gesagt, ja. Das soll zu diesem Video gewesen sein. Ich habe, wie gesagt, heute schon ein Video zu Dolph Lundgren gemacht und die Videos poppen auf und es sind sehr interessant. Das sind auch sehr emotionale Videos, wie er davon spricht, dass zum Beispiel Ex-Freundinnen irgendwie versucht haben, den zu zerstören, seine Karriere, dass er dann teilweise irgendwo in Spanien mit seiner Ex-Frau gelebt hat und mit seinen zwei Kindern. Der hat, glaube ich, zwei Töchter, ne? Und
Ja, in Hollywood ging in den 80er, 90er Jahren halt die Post ab und dadurch, dass er in Spanien gewohnt hat und seine Frau halt auch nicht umziehen wollte, musste der irgendwie die ganze Zeit hin und her fliegen und teilweise war das zu teuer oder der ist zu spät angekommen, weil die anderen viel schneller waren und dass ihm dadurch teilweise auch Filmrollen entgangen sind. Also sehr interessante Videos, wie gesagt, ich informiere euch zwischendurch, wenn was Interessantes ist und ansonsten schneide ich euch mal noch ein bisschen was dazu.